Hallihallo, Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Windward. Wir liegen hier mit unserem neuen Schiffchen vor Anker. Und wir haben noch, oh, ein Segelemblem. Hey, das schaut ja richtig cool aus. So ein vierblättriges Kleeblatt. Verkaufen wir das oder verkaufen wir es nicht? Warte mal, was ist jetzt gerade passiert? Moment mal. Irgendwer hat gerade eine Stadt erobert. Okay. Jetzt haben wir nur noch eine Stadt hier am Start. Das ist aber nicht gut. Okay, wir müssen echt schauen, ob wir uns heute mal ein bisschen durchsetzen können. Aber bei uns sind gerade total wenig Verbündete in der Nähe. Ja, okay, da ist noch jemand bei Illerenlow. Benosik. Den könnten wir ein bisschen unterstützen. Vielleicht schaffen wir es dann, die kleine Stadt da zu erobern. So, und da... Oh. Na, da will uns jemand einen Strich durch die Rechnung machen. Aber mit dem kommen wir klar. Ich muss unbedingt danach dann mal schauen, ob wir schon wieder aufgestiegen sind. Fällt mir gerade ein. Oh, da kommt noch einer. Okay, das wird interessant. Geheimmilchbubi. Wow, 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 wow. Fahrt aufnehmen, Fahrt aufnehmen. Nicht gut, nicht gut. Ich hätte mich gerne jetzt repariert. Jetzt halt reparieren. Okay, wir müssen uns auf den einen konzentrieren, dann den anderen. Sonst kriegen wir dauerhaft das doppelte Feuer ab. Okay, wir kriegen verbündete Verstärkung. Sehr schön. So, dann wollen wir den mal schön fokussen. Da kommt noch ein Gegner. Ey, es gibt's ja nicht. Jetzt geht's wieder heiß her. Okay, der erste ist down. Sehr schön. Dann haben wir uns gleich den nächsten, der da ein bisschen angeschlagen ist. Oh, wenn wir nicht gerade umrammen. Boah, das schaut gerade so heftig aus. Ich finde es eigentlich schade, dass man da nicht ranzoomen kann. Das wäre jetzt echt cool gewesen. So Planke an Planke legen hier. Wow. Okay, ich hoffe, unser Verbündeter da unten kommt mit dem klar. Dann schnappen wir uns da bei den hier. Meine Kajüte, der Loch. Tja. Wow. Huh? Voller Lag auf einmal. Schnell mal wieder ein bisschen reparieren. Irgendwas haben wir gerade aufgenommen. Los, gib mir deine Waren. Okay, weiter geht's. So, da. Wir müssen unsere Verbündeten unterstützen. Der hat nämlich hier auch Probleme. Okay, geschafft. Sehr gut. Dann schnappen wir uns gleich den Wehrturm hier. Das kam unerwartet. Tja, mein Freund, hast du Pech gehabt. Hättest du dich nicht mit uns anlegen sollen. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben Rumpffarbe. Die schaut ja bescheuert aus. Ist ja braun. Bleh. Oh. Okay, ist ein Verbündeter. Ich habe mir schon gedacht, was ist los hier? Hä? Ach, das ist ja ein gegnerischer Wehrturm. Nee. Hä? Kann ich den nicht reparieren? Fertig? Das ist ein gegnerischer... Ach, der muss wahrscheinlich erst von einem Gegner irgendwie repariert werden. Jetzt schaue ich mal gerade. Wir haben nämlich einen Talentpunkt. Und ich wollte hier endlich mal auf dieses Gogolov-Cocktail skillen. Ah, und wir haben endlich die Stadt erobert. So. Ein Fass mit hochentzündlichem Rum, das beim Aufschlag zerbricht und ein Flammenmeer erzeugt, richtet periodischen Schaden an Dot. Damage over time. Die Fertigkeit wird durch den Diplomatie- und Schadenswert beeinflusst. Aktuelle Stufe 120%. Schaden pro Sekunde für 3 Sekunden. Okay, das ist nice. So. Ah, da ist es. Moment. Hä? Jetzt haben wir 2 Fähigkeiten auf Q. Das ist aber ungünstig. Moment. Das legen wir jetzt uns mal auf T. So. Oh, da oben wird schon wieder gefightet. Dann können wir das ja gleich mal ausprobieren. Das Ungünstige ist, dass ich mit T anscheinend auch die Karte öffne. Moment, ich lege das nochmal kurz woanders und vielleicht auf F. F ist besser. So, okay. Jetzt wird losgelegt. Feuer! Bam! Inferno! Oh, da gibt es eine Menge zu holen. Ich will das haben. Geh weg. Jetzt haben wir nur noch sehr dagegen gelenkt. Was ist denn da los mit mir heute? Bin voll fies irgendwie. So, hier, friss das. Bam! Oh! Ey, das ist ja echt übertrieben. Nein, kriegen wir das auch ab. Nein, 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 ich will nicht. Weg. Ah. Feuer. Wow. Tja, mein Freund, hast du Pech gehabt. Oh, wir könnten ein bisschen reparieren. Jetzt haben wir wieder eine zweite Stadt. Aber da treiben sich schon wieder einige rum. Wartet mal, wie viele Verbündete treiben sich jetzt hier rum? 4 wieder, genau. Und wir müssen wieder Mulch Castle zurückerobern. Oh, was treibt da? Oh, was treibt da? Oha, reiche Beute. Haben wir eigentlich noch irgendwas? Ah, versiegelte Briefe, die untersuchen wir jetzt schnell mal. Okay, jetzt nicht mehr.
Da ist nämlich noch ein Wehrturm. Aber den ignorieren wir jetzt einfach, ganz ehrlich. Wenn wir die ganzen Städte erobert haben, dann gehören die sowieso alle uns. Und es dauert viel zu lange, die ganzen Dinger einzeln zu erobern. Vor allem, weil es hier einfach so viele davon gibt. So, wir untersuchen mal. Frachtpapiere. Folgt man diesen ausführlichen Bestellungen, dieser ausführlichen Bestellung, hat ein zwielichtiges Subjekt in Casburn riesige Mengen Bauholz aufgekauft. Einzig mögliche Erklärung, in der Region soll eine künstliche Verknappung von Bauholz zur Steigerung der Nachfrage erzeugt werden. Ja, die Geschichte kennen wir ja schon. Und was haben wir hier noch? Ah, okay. Da geht's um Glas. Schauen wir uns hier gerade mal auf der Karte um. Wo ist denn hier die nächste Stadt? Wir müssen auf jeden Fall nach Casburn da hoch. Und nach Mulch Castle. Okay, dann düsen wir doch da oben rum. Oh, 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 halt. Oh, und ich habe das letzte Mal, stimmt, das habe ich noch gar nicht gesagt, den Tipp von Shinji bekommen, dass es am besten wäre, die ganzen Sachen für XP eher zu verkaufen. Weil die XP um einiges mehr bringen, weil man die unendlich lange sammeln kann und das Gold anscheinend im Endgame relativ unwichtig wird, weil man sowieso so viel davon hat. Von dem her werden wir jetzt die ganzen Sachen eher für XP verkaufen, als wie für Gold. Und was mir natürlich auch noch entfallen ist, ist, dass wir ja sowieso, wenn wir das Schiff kaufen, jederzeit auch wechseln können. Das heißt, es wäre jetzt kein Problem, einfach ein Handelsschiff und gleichzeitig noch ein Kriegsschiff zu haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel in irgendeine neue Gegend müssen und wir brauchen halt jetzt ein Kriegsschiff, dann nehmen wir hier einfach unser Kriegsschiff und wenn wir dann später ein bisschen Handel treiben, dann nehmen wir einfach unser Handelsschiff. So schaut's aus. Trotzdem hole ich mir als nächstes eine Galeone, weil ich Bock habe auf eine Galeone. Ja, wer treibt sich denn da rum? Der Tabermiss. Guten Tag! Und da ist Casburn, das erobern wir doch gleich mal. Da sind wir das letzte Mal einfach vorbeigedüst anscheinend. Oh, da treiben sich gerade drei Piraten rum. Also hier. Und die kommen in unsere Richtung. Aber da sind noch zwei Verbündete von uns. Mal sehen, ob die mit denen klarkommen. Nicht, dass die da wieder auf Jonathan losgehen. Ich will nicht schon wieder die ganzen Städte hier verlieren. Oh, wer kommt da? Oh, das ist ein Verbündeter, der Tabermiss. Moment, den werde ich jetzt mal anheuern und darunter schicken. Arr, arr. So, und dabei schnappen wir uns hier die Stadt. Bringt uns wieder 459 Gold. Dann verkaufen wir hier mal, das können wir nur so verkaufen, die Segelfarbe. Nee, war das eine Segelfarbe oder Rumpffarbe war das, genau. Gibt es denn hier eigentlich noch? Und Aufträge gäbe es hier auch noch. Ein Piratenkapitän versenken, Ladung in Illerton Fort aufnehmen, Casburn verteidigen, Schmugglerreise. Hm. Ladung in Illerton Fort aufnehmen, wie viel würde uns das denn bringen? 309 Gold. Okay, das nehmen wir an. Das können wir nebenbei noch machen. Wir haben ja sowieso noch gerade einen Frachtraum sogar frei. Und dann werden wir uns jetzt als erstes mal... Oh! Noch ein versiegelter Brief auf den Weg nach Mulch Castle machen. Jetzt haben wir aber noch einen versiegelten Brief am Start. Den öffne ich doch jetzt gleich mal. Kapitän, hier ist eine Nachricht hingekritzelt. Oder ist das eine Karte? Schwer zu sagen. Irgendetwas über Yerburn. Vielleicht sollten wir uns mal umhören, wenn wir da vorbeikommen. Okay. Hört sich gut an. Liegt anscheinend da oben. Oh, wenn wir jetzt Mulch Castle erobern wollen, dann müssen wir den Wehrturm, den wir übrigens selber, glaube ich, aufgestellt haben. Kann das sein? Ja. Davor erstmal vernichten. Wow, der hält aber viel aus. Moment mal. Lohnt sich das da jetzt hier ein Inferno reinzuschicken? Ich glaube schon. Wow, das schaut echt übel aus. So, mal eine Runde reparieren und noch eine Breitseite abfeuern. Und noch ein... Ah, das Inferno braucht noch ein bisschen Abklingzeit. Überhaupt noch ein bisschen Abklingzeit. So, und... Oh Gott. Hoffentlich erwischt uns das jetzt selber nicht. Okay, das war knapp an der Grenze. Hey, wieso bewegt sich denn jetzt das Schiff schon wieder? So, jetzt hat erobern. Falls können wir da nicht in den... Genau. Dass wir da in den gleichzeitig in den anderen Einflussbereich von der Stadt auch reinwuseln. Dann können wir das beide nämlich... das gleichzeitig erobern hier. Was ist denn hier unten? Da ist, glaube ich, noch ein Wehrturm. Ja. Da oben ist Yerburn.
Da sind noch drei Verbündete von uns unterwegs. Ilton Fort müssen wir noch erobern. Und da müsste es irgendwo noch eine Stadt geben, wenn mich nicht alles täuscht. So, wir reparieren hier mal schnell den Turm. Oh, halt. Ich wollte mich nicht bewegen. Entschuldigung. Wie viel Gold haben wir inzwischen schon wieder? Wir haben schon wieder 13.000 Gold. So, jetzt kriegen wir nochmal 108 Gold. Ich muss gerade mal gucken. Talente dauert noch ein bisschen. Dann schauen wir noch hier wegen den Aufträgen. Jonathan entdecken. Wenn wir jetzt sowieso zurück müssen nach Gearburn und Iltonford, dann kommen wir ja sowieso da vorbei. Also bei Jonathan. Eine neue Siedlung gründen. Ah, das machen wir lieber. Das machen wir lieber, wenn wir das ganze Gebiet erobert haben. Was? Der Laderaum ist voll. Moment mal. Mussten wir nicht hierher, deswegen? Ah, da, genau. Gut, jetzt haben wir es erledigt. Jonathan entdecken. Alles klar, und los geht's. Hey, warum zeigt denn jetzt der hier an, bereit für den nächsten Teil des Auftrags? Kann es sein, dass wir als erstes nochmal nach Casper müssen? Dann ist ja das umso besser. Ha! Ja, aber es müsste jetzt eigentlich noch drei Städte geben. Also rein von dem Kräfteverhältnis, von der Kräfteverhältnisanzeige da oben. Wobei ich sehe bis jetzt nur zwei. So. Casburn. Halt, nein. Da. Und haben wir noch ein bisschen Gold kassiert. Was gibt's denn hier noch? Casburn verteidigen? Nö. Gut, weiter geht's. Halt, ich wollte noch gucken. Gegenstände. Haben die jetzt aber nichts Besonderes anzubieten. Mist. Okay, weiter geht's. Ab nach Jonathan. Nächster Halt, Jonathan. Bitte halten Sie sich fest. Oh. Leute, seht ihr da, was ich sehe? Da ist schon wieder irgendein Gegner treibt sich schon wieder bei Mold Castle rum und greift, glaube ich, gerade unseren Wehrturm an. Und da ich keine Lust habe, jetzt dann später nochmal umzudrehen und den zurechtzuweisen, werde ich da jetzt gleich hindüsen und dem ordentlich einheizen. Und zwar wirklich einheizen. Moment. Und Feuer! Nur nicht selber rein. Feuer! Oh, das war jetzt aber schnell zu Ende. Trotzdem, ich finde es die Fähre ist echt super. Dafür zahlst du, Marki. Dafür hast du gezahlt. So schaut's aus. Hast du Pech gehabt. Zack. Und 171 Gold kassiert. Hat sich doch gelohnt. Geht's da unten eigentlich durch? Können wir uns da den Weg freisprengen, theoretisch? Nee. Da ist eindeutig zu viel los. Da unten treiben sich noch drei von unseren Verbündeten rum. Ich hoffe, die wuseln jetzt schön langsam mal in Richtung von den Städten. Weil ich will das Gebiet hier mal erobern. So, da lang. Moment, in Jonathan. Doch, Jonathan müssen wir auch noch ansteuern. Das müssen wir entdecken, obwohl wir es schon entdeckt haben. Aber das weiß ja keiner. Hust, hust. Ah, ist es nicht wieder schön, gemütlich, das Meer schippern, beziehungsweise eigentlich kann man das gar nicht so als Meer bezeichnen. Naja, wohl, es liegt wahrscheinlich in einem Meer. So, Jonathan, erledigt und nochmal ein bisschen XP kassiert. Wir können auch nochmal ein bisschen reparieren. Was habt ihr denn hier alles? Nein, das Siegelemblem habe ich euch selber angedreht, das werde ich mir jetzt ganz sicher nicht zurückkaufen. Was haben wir denn hier noch für Aufträge? Yearburn einnehmen. Müssen wir ja sowieso machen. Und dann Jonathan verteidigen, statt nach einen Leuchtturm bauen. Das könnten wir auch noch machen, wenn wir schon mal da sind. So, statt nach einen Leuchtturm bauen. Let's go. So. Stadtner. Das ist doch Stadtner. Upp, halt, da ging es sogar schon. Zack. Und schon erledigt. Der baut sich auch von selber auf. Das heißt, wir können ja auch gleich weiter zischen. Ah, da unten ist jetzt aber auch die letzte und dritte Stadt.
entdeckt worden von unseren Verbündeten. Dessa. Ich hoffe, die anderen kommen damit klar, weil jetzt treiben sich gerade hier überall unsere Schiffchen rum. Und da unten wird gerade irgendeiner von drei gegnerischen Schiffen in die Mangel genommen. Das heißt, wir müssen den unbedingt mal unterstützen. Sonst war es das für den. Oh, okay, er wurde vernichtet. Okay, ist vielleicht auch ungünstig, wenn wir uns jetzt mit dem anlegen. Versuchen wir den vielleicht ein bisschen auszuweichen. Oder wir gehen erst nach Dessa. Oh, versiegelter Brief. Oh! Okay, zu spät. Inferno. Bam. Oh, ich habe alle drei erwischt. Boom. So, wir treiben die jetzt ein bisschen vor uns her. Hinter uns her. Wow, weil das sind nämlich eindeutig zu viele. Und locken die ein bisschen zu den Wehrtürmen dahin. Dann schmeißen wir nochmal ein kleines Inferno hinter uns hin. Plopp. So, und jetzt kriegst du eine Breitseite ab, mein Freund. Ah, da kommt jetzt dann bald ein Verbündeter. Sehr gut, sehr gut. Okay, da kommen noch ein paar mehr angezischt. Das wird jetzt eine harte Seeschlacht, meine Freunde. Das wird eine harte Seeschlacht. Nein, 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 nein. Ah! Inferno! Oh, verdammt, ich habe fast kein Leben mehr. Oh, 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 und ich kann nicht mal reparieren. Reparieren! Nein! Oha, wie schnell ging denn das jetzt? Das war wie vor zwei Folgen oder so. Wo ich dann auch nicht gepeilt habe, dass ich auf einmal total zerlegt werde. Das gibt's ja nicht. Wahnsinn. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, ist das ein ganz guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Denn wir sind schon wieder am Ende angekommen. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Und bis zum nächsten Mal, Matrosen. Ciao, ciao.